Manfred von Richthofen war der erfolgreichste deutsche Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Am 21. April 1918 startete er zu seinem letzten Flug. Mit allen militärischen Ehren wurde er von den Engländern bestattet. Später wurde er von seiner Familie umgebettet. Zunächst lag er auf dem Invalidenfriedhof in Berlin, heute ruht er auf dem Südfriedhof in Wiesbaden. Richthofen wurde populär, bei uns in Amerika und England. Comicfigur bei den Peanuts, besungen von den Royal Guardsmen. Up in the sky, a man in a plane, Baron von Richthofen was his name. Richthofen ist Traditionsgeber für das Luftwaffengeschwader 71 und eine Kneipe im Flughafen Tegel ist nach ihm benannt. Heute ruht er in Wiesbaden auf dem Südfriedhof. Kommt ihn doch besuchen. Geht durch den Haupteingang nach rechts, den Weg immer lang, dann kommt auf der rechten Seite der Westhain. Dort geht rein und kommt zum Familiengrab.